Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Stranded. In der letzten Folge haben wir einige Erfolge gemacht. Und heute wollen wir versuchen, hier diese Rüstung, die Jelly Slime Rüstung fertigzustellen. Dafür muss ich hier gerade noch ein paar Infested Leafes durchknallen, damit wir diese Ice Cubes bekommen. Weil 8 Ice Cubes und ein Slime ergibt 3 Jelly Slime Barren, da die ihr auf dem Hotbar Menü 9 seht. Und davon brauchen wir eine Menge für die ganze Rüstung. Und dann bekommen wir aber auch einiges raus. Wir brauchen insgesamt 36 von hier den Eisdingern. Beziehungsweise ich mache erstmal was anderes, weil wir jetzt fast schon wieder Hyperthermia bekommen haben. Wir machen jetzt einfach hier schon mal 9 Stück draus. Und hier machen wir uns jetzt eine Hose raus und legen das schon mal so hin. Weil wir hier fast wieder Hyperthermia haben. Und Hyperthermia ist nichts Gutes. Auf keinen Fall. Jetzt muss ich allerdings noch mal kurz rechnen, wie viele brauche ich denn jetzt noch, wenn ich die Hose habe? Ich brauche noch 6 von den Barren. Das heißt, ich muss noch 18 von den Cooling Kältedingern machen, von den Eis. Wir haben jetzt 6. Boah, es wird immer heißer. Shit. No, noch kommt noch 2. Komm. 2 Stück noch. Los, 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 los. Sieb durch. So. Scheiße, wir bekommen Schaden. Die hier raus. Zack. Ach. Muss mal richten. Da hat es kurz geleckt. Und wir haben die ganze Rüstung. Ich muss hier in den Raum, weil ich jetzt sofort sterben werde. Nein, ich gehe doch nicht in diesen Raum. Ich werde jetzt sterben. Ja. Allerdings kein Ding. Wir haben jetzt eine richtig geile Rüstung, die uns wenigstens etwas die Hitze vom Leib halten sollte. Und das hier können wir alles claimen. Wie das wär's dann soweit? Habe ich jetzt 95%? Ah nee, gar nicht. Ich dachte schon. So, und jetzt gucken
Gucken wir mal gerade eben in die Loot Chest rein. Bitte was Gutes, bitte was Gutes. Ah, nicht gut. Ein Stick und Spinnenbeben. Das halbe Herz nehmen wir ja nochmal gerne. Ich kann es nicht nehmen. Okay. Wir haben ein bisschen Essen bekommen. Also so Seeds zum Anpflanzen, womit wir allerdings im Moment noch nichts machen. Wir sieben jetzt erstmal schön ein bisschen Erde noch durch. Und zwar genau 15 Stück. Weil wir daraus kleine Steine bekommen. Und wir damit dann zumindest einen Ofen machen können, noch eine Quest abschließen. Nämlich die Cooked Worms da. Gedönse. Habe ich eigentlich noch so viele? Ich glaube, die sind in der Kiste drin. Mhm. Und früher oder später, das Problem ist, wir brauchen Wasser für ein Feld. Wasser haben wir derzeit noch nicht. Das bedeutet, wir müssen einfach ein bisschen den Quests folgen. Und ja. So, wir haben 16 Stück, das sind zwei Steine, wir brauchen nochmal 16. Boah, wann wird denn endlich wieder Nacht? Sollte jetzt gleich werden, glaube ich. Zumindest so, wie es draußen aussieht. In allen anderen Minecraft, wenn ich Minecraft spiele, hasse ich Nacht, aber hier ist es echt geil. Weil, du halt dann nicht verbrennst. Ich meine, sobald wir die Cooling Coils haben, sollte das eh funktionieren. Ich gucke mir das gleich nochmal an, wie Spark of Phoenix und Kev die gemacht haben, weil die haben das am Stranded ja einmal komplett durchgespielt. Und wenn ich halt etwas nicht weiß, gucke ich da so ein bisschen nach. Und ja. So, 48 Stein. Die craften wir mal zu richtigen Cobblestone zusammen. So, jetzt hätten wir es fast. Jetzt kann ich das hier zu einem Ofen machen. Den stelle ich mal hier hin. Hier unten haben wir jetzt mal das Holz gerade rein. Acorn. Okay, und hier sind die 5 Silkworms, die ich extra aufbewahrt habe. Und die packen wir dann jetzt hier rein. Und jetzt werden die gebraten. So. Hier packen wir mal. Nee, wir nehmen mal das Schwert mit. Das packen wir rein. Das. Alles hier. Das. Die nehmen wir wieder raus. Todesinfo da rein. Setzlinge und Bomi können wir auch mal sortieren. So, das hier packen wir mal auf Platz 1 immer. Schön. Not eaten recently. Boah. Also ich weiß nicht, das sieht schon ganz gut aus mit Essen. Yes. Dann claim. Ja, wieder das gleiche wie letztes Mal aus der Loot Chest rausbekommen. So, und jetzt müssen wir hier mal gucken. Was ist das halt? 4 Zombie Jerky, 4 Monster Jerky. Salt, Kompliten, Zombie Jerky. Wie machen wir denn Salz? Salt heißt auch Salz, oder? Ein Eimer Wasser. Alter. Okay, wir haben ein Problem.
Die Quest kann ich auf jeden Fall noch nicht machen. Mixing Bowl, Juicer, blablabla. Da gibt es ein paar leckere Sachen raus. So, erstmal gucken. Die Mixing Bowl. Mixing Bowl. Okay, Wooden Play, ja, das bekomme ich auf jeden Fall hin. Was brauchen wir noch? Juicer. Juicer. Aus Stein. Dafür müssen wir Stein brennen, ja. Mortar. E. Montreal. Mon. Tra. Weil man das doch auch alles von Ad. So, vielleicht geht das so schneller, dass jemand gerade eben rasch zu suchen. Ein Cutting Board brauche ich auf jeden Fall, das kann ich auch machen. Pot. Und das hier brauche ich. Ja, dafür brauche ich. Ja, das kann ich tatsächlich alles machen, mehr oder weniger. Dafür muss ich allerdings noch ein bisschen mehr sieben, aber das würde ich sagen, ist etwas für die nächste Folge. Da muss ich auch noch mal gucken, wie die Cooling Coils gemacht haben und hier diese. Hier den Sa das Salz. Aber. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein, ciao, ciao.